Hallo, hallo, hallo! Schön, seid ihr dabei. Ich zeige euch heute etwas, was man auf TikTok und Instagram überall sieht, nämlich Smash Potatoes. Meine Potatoes, die sind schon parat. Das sind Raclette-Härtöpfchen, die ich etwa 15 bis 20 Minuten im Salzwasser gekocht habe. Sie sind dann perfekt, wenn man ein Messer gut durchstecken kann. Aber sie dürfen ja nicht zu weich sein, weil sie dann beim Smashen auseinanderfallen. Und man sollte sie unbedingt 5 Minuten nach dem Kochen ausdampfen, damit sie dann nicht mehr nass sind. So, und jetzt sind wir parat zum Smashen. In diesem Schälchen habe ich ein bisschen geschmolzene Butter mit Olivenöl vermischt. Und jetzt tue ich die Potatoes damit bepinseln. Die Härtöpfel, ganz wichtig, müssen ordentlich gesalzen werden. Und ich liebe alles, was scharf ist. Darum kommt bei mir noch gern Pfeffer drauf. Ihr könnt aber auch milde Paprika drauf geben. Ab in den Ofen mit denen. Den Ofen habe ich auf 200 Grad vorgewärmt. Und die Härtöpfel, die brauchen jetzt etwa so 40 bis 50 Minuten, je nach Größe und wie crunchy ihr sie wünscht. Und in dieser Zeit kommen wir zum mega feinen, erfrischenden Dip. Der ist auf Basis von Naturjoghurt, dann hat Surram drin, ein bisschen Parmesan für den Geschmack, ein bisschen Knoblauch und noch ein bisschen Zitronenschale. Und das Ganze wird dann mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Die Härtöpfel sind schon ein bisschen ausgekühlt und jetzt kommt noch ein frischer Peterli drauf. Das sieht einfach richtig schön und fresh aus. Ich sage euch, die Kombi von dieser Soße und der Härtöpfel ist einfach mega. Ein perfektes Apero für mit Freunden. Und wenn ihr es ganz weit nachkochen wollt, dann könnt ihr einfach in den Link unter dem Video klicken. Und dort findet ihr alle Infos. Ups, also ich muss auch essen. Tschüss zusammen.